Tja, leider kann ich in der Quidditch-Quest nicht weitermachen. Dann muss ich wohl in der Hauptstory weitermachen. Vorher will ich mir aber noch ganz schnell hier was abholen. Was sind diesmal goldene Bücher? Okay. Nimmt man noch gerne. Was war das? War das hier das? Ja, oder nee, eher das hier. Das hier war das wohl im Hippogriff-Club. So, warte mal, ich hatte jetzt schon eine Quest im Swings-Club und im Drachen-Club. Im Hippogriff-Club hatte ich noch gar keine Quest. Wird die vielleicht bei Level 9 dann freigeschaltet? So, Hauptstory geht weiter. Wir wurden ja versetzt in die Muggelabteilung. Hier waren wir noch nie. Ich bin sehr gespannt, wie es hier aussieht. Abteilung für magische Unfälle und Katastrophen. Sie haben den Teemeister der Abteilung gerade verpasst. Er macht einfach einen magischen Darschwing. Ist diese Teehexe nicht in jeder Abteilung zugegen? Sind Sie hier, um mit dem Kind zu helfen, das in eine Einkaufstüte mit einem Ausstellungszauber gefallen ist? Ja, ja, den Auftrag würde ich gerne nehmen. Der hört sich interessant an. Kann ich den bitte haben? Moody ist auch hier? Warum ist Moody hier? Sind Sie hier in eine Abteilung angekommen? Ja, ich bin jetzt hier und bin sehr gespannt, was hier nun geschieht. Hey Ben, ist diese neue Abteilung nicht einfach fantastisch? Ich habe eine Frau mit einem Krab-Gesicht gesehen. Was? Wo? Anscheinend hat sie einen Vielsafttrank mit Krab-Hanas probiert. Wenn nicht einer von uns freut sich. Ich dachte, du hättest dich darauf gefreut, diese Abteilung zu besuchen, Ben. Du hast sie bei unserem letzten Treffen mit dem Kanner-Zirkel erwähnt. Ich habe das Gefühl, dass wir weder die Vergiss-mich-Zentrale noch das magische Unfall-Umkehrkommando besuchen werden. Wir bekommen bestimmt eine langweilige Aufgabe vom Komitee für muggelgerechte Ausreden aufgebrummt. Aber das ist was Wichtiges. Das will ich doch haben, Ben. Ich weiß nicht, was du hast. Ist es denn wirklich wichtig, welchen Teil der Abteilung wir besuchen? Bei diesem Ausflug geht es darum, neue Dinge zu lernen. Ich weiß nicht so recht, was ich über muggelgerechte Ausreden noch lernen soll. Wir werden bestimmt früh genug herausfinden, welche Unterabteilung wir besuchen. Und ich bin mir sicher, dass es ein interessantes Erlebnis wird. Das ist die Muggelabteilung, die ist super stark. Egal, wohin uns unser Auftrag führt. Das ist eine fantastische Gelegenheit, die wir bekommen haben, Ben. Du solltest anfangen, es aus dieser Perspektive zu sehen. Du hast recht, Claudi. Manchmal bin ich einfach zynisch. Ich werde versuchen, offen für alle Aufgaben zu sein, die man uns aufträgt. Genial. Apropos Aufgaben. Hätte die Abteilungsleiterin nicht inzwischen zu uns kommen sollen? Das ist nicht die Abteilungsleiterin. Leider musste sie sich dringend um einen magischen Notfall kümmern. Ich werde für sie übernehmen, bis sie zurückkommt. Meta? Haben Sie denn keine Auroren-Aufträge zu erledigen oder so? In der Tat! Und darum erteile ich dir und Mr. Copper eine einfache Aufgabe, also euren ersten Auftrag. Beim Komitee für Muggelgerechte Ausreden. Eigentlich wollte ich euch losschicken, um Garrick Ollivander zu befragen, aber wenn ihr lieber... Wir werden Mr. Ollivander natürlich befragen. Nein, ich möchte aber zu den Muggelgerechten Ausreden. Was haben alle gegen die Muggelgerechten Ausreden? Das dachte ich mir. Hört mir gut zu, ich werde euch den Auftrag genau erklären. Oh, ein Stern, eine Stunde, lohnt sich ja gar nicht anzufangen. Ihr werdet Garrick Ollivander in seinem Geschäft in der Winkelgasse befragen. Geht es ihm denn gut, dem guten alten Mr. Ollivander? Und hat die gute Dame hier genug Tee? Soll ich den Tiermeister für sie rufen, meine Lieben? Nein, danke, wir müssen in die Winkelgasse. Immerhin hat nicht schon wieder jemand so große Rockstar auf eine fleischfressende Schnecke gezaubert. Was wäre denn dann passiert? Ich wüsste das gerne. Ich freue mich schon auf den nächsten Auftrag. Ich bin total hippelig. Ich will den nächsten Auftrag. Komm schon, Ben, was ist der nächste Auftrag? Ich habe mir Ollivander schon länger nicht gesehen. Oh, wo habe ich ihn noch letztens gesehen? Wo war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Vergessen Sie nicht, Ihr Besucherabzeichen jederzeit kurz sichtbar zu tragen. Besucherabzeichen? Muss ich gleich mal gucken, ob ich mich umziehe. Ja. Immerhin ist es nicht das Komitee vom Mulkirch. Hör doch mal auf zu jammern, Ben! Was ist denn heute los mit dir? Ich möchte, dass ihr einen Zauberstab untersucht, den Ollivanders Geschäft eine Fehlfunktion hatte. Also geht es Ollivander gut. Geh mal von aus. Wenn der Zauberstab nicht explodiert ist. Die können natürlich auch explodiert sein und mit Ollivander geht es dann nicht mehr ganz so gut. Oh, hier ist eine Lampe. Ist das die Lampe von Pixar? Hallo Lampe. Ich frage mich, wofür diese Lampe verwendet wird. Oder hier die Lupe. Die Lupe, die eine Gummiente untersucht. Sieht aus wie eine Lupe von Bens Oma. Naja.
Weiter geht's. Nur damit ich sicher bin, dass ich alles verstanden habe. Ben und ich sollen Mr. Ollivander in seinem Geschäft besuchen und ihn befragen, weil der Zauberstab eine Fehlfunktion hatte. Und ihr werdet den Zauberstab untersuchen! Was hat das mit der Abteilung für magische Unfälle und Katastrophen zu tun? Ich kann euch auch jederzeit einen Auftrag im Komitee für mulgerechte Aussehen geben, wenn ihr das liebt, Mr. Copper! Ja! Ja! Bitte! Das ist nicht nötig, Mäter. Ben und ich sind schon auf dem Weg in die Winkelgasse. Genau, wir wissen die Gelegenheit zu schätzen, mehr darüber zu erfahren, wie diese Abteilung funktioniert. Mhm. Ausgezeichnet! Meldet euch bei mir, wenn ihr fertig seid! Und nicht vergessen, Cody, erzählt mir alles, was ihr verdächtig oder sonst irgendwie ungewöhnlich vorkommt. Immer Wasser! Ich habe es nicht vergessen, Mäter. Sie erfahren als Erste davon, wenn ich irgendetwas Ungewöhnliches sehe. Irgendetwas Ungewöhnliches? Erwarten wir etwa, dass irgendetwas Seltsames passiert? In der Welt der Zauber passiert immer etwas Seltsames, Ben. Das solltest du inzwischen wissen. Okay, dann lass uns zu Ollivanders Geschäft zurückkehren. Es ist Zeit, den Fall des Zauberstabs mit Fehlfunktionen zu untersuchen. Oh, ich soll mich beeilen! Weil er in Kürze eine Verbrennung hat, dann machen wir das natürlich jetzt sofort! Oder gucke ich erst noch, ob ich mir ein Abzeichen irgendwo anpinnen kann. Habe ich ein Abzeichen irgendwo zum Anpinnen? Abzeichen zum Anpinnen? Naja, ich würde mal sagen, die Kette von Tulip ist ein gutes Abzeichen, die nehme ich jetzt. Und dann gehen wir sofort in die Winkelgasse zu Ollivander. Ich komme, Mr. Ollivander. Warten Sie nicht, ich bin schon da. Wir benötigen neue Zauberstäbe, wir sind Erstklässler. Ach nee. Danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben, Mr. Ollivander. Wir sind hier, um über den Zwischenfall mit dem Zauberstab zu reden, den Sie gemeldet haben. Zwischenfall mit dem Zauberstab? Sie haben ihn dem Zauberministerium vor einigen Stunden gemeldet, Mr. Ollivander. Im Rahmen unseres Schulpraktikums erledigen Ben und ich so ein paar Aufgaben für die Abteilung für magische Unfälle. Wie heißt denn Mr. Bailey? Das freut mich zu hören. Also was den Zauberstab mit Fehlfunktion angeht. Ja genau, der Zauberstab mit Fehlfunktion. Wir werden Ihnen nur einige Fragen stellen, Mr. Ollivander. Das sollte nicht lange dauern. Wir würden uns gerne den Zauberstab ansehen, wenn das möglich ist. Mal sehen, ist es heute morgen passiert? Ja, ich glaube, so war es. Erinnern Sie sich noch daran, welche Art von Zauberstab es war, Mr. Ollivander? Alles, woran Sie sich über den Vorfall erinnern, könnte hilfreich sein, Mr. Ollivander. Ich kann mich nicht an die genauen Einzelheiten des Vorfalls erinnern. Wo habe ich den Zauberstab noch hingelegt? Geht es Ihnen gut, Mr. Ollivander? Sie sehen etwas kränklich aus. Ich frage mich, wie viele Zauberstäbe Mr. Ollivander schon gefertigt hat. Tut mir leid, mein Gedächtnis lässt mich in letzter Zeit immer wieder im Stich. Wir würden uns gerne auch mal den Zauberstab ansehen. Wo ist er denn? Können Sie ihn uns nicht mal zeigen? Wo ist er denn? Heute Morgen war das doch, oder? Ich bin mir sicher, es war heute Morgen. Tut mir leid, aber ich kann mich einfach nicht an einen Zauberstab mit Fehlfunktion erinnern. Interessant. Hm? Ich glaube, so, Mr. Ollivander, das Gedächtnislücke hat etwas mit dem Zauberstab mit Fehlfunktion zu tun. Möglicherweise hat es mit dem Zauberstab zu tun, insbesondere da wir noch nicht herausgefunden haben, was genau passiert ist. Das scheint die logischste Erklärung zu sein. Wir haben den letzten Zauber von Ray Catamolds Zauberstab untersucht, um den Fluch auf den Fenstern im Ministerium zu finden. Vielleicht sollten wir bei diesem Auftrag dasselbe tun. Mr. Ollivander, könnten wir den Zauberstab sehen, der eine Fehlfunktion hatte? Den Zauberstab? Den Zauberstab mit Fehlfunktion, Mr. Ollivander. Ich weiß, dass Sie sich nicht erinnern können, aber können Sie sich bitte nur einen Moment lang konzentrieren? Ich wollte leider gerade mein Geschäft für einen Moment verlassen. Zenith-Thieb hält ein Treffen im betroffenen Kessel ab. Zenith-Thieb? Wer ist das? Nur die berühmteste Operndiva in der Welt der Zabra. Ich verfolge ihre Karriere schon seit meiner Jugend. Ihre Eltern Lillian und Octavia waren auch Opernstars, aber neuerdings versucht sie ihr Glück in anderen Bereichen. Sie wird eine Schönheits- und Lifestyle-Unternehmen namens Xeep gründen.
Es wird bestimmt nicht lange dauern, den Zauberstab zu finden. Ich darf mich leider auf keinen Fall versperren. Ich warte schon seit Monaten darauf, Madame Xieb kennenzulernen. Bitte zeigen Sie uns den Zauberstab, Miss Ollivander. Wir können nicht zum Ministerium zurückkehren, ohne ihn untersucht zu haben. Tut mir leid, Mr. Copper, aber Sie und Mr. Bailey werden wohl oder übel warten müssen. Ich verspreche, dass ich Ihnen den Zauberstab mit Fehlfunktion zeigen werde. Nach dem Begrüßungstreffen. Na schön, und wenn wir mit Ihnen hingehen, Mr. Ollivander? Wenn Sie sich an mehr Details über den Vorfall erinnern, dann können Ben und ich sie uns notieren. Oh, ihr werdet es lieben, mit dem Xieb kennenzulernen. Komm mit, wir dürfen keine Zeit verlieren, wenn wir pünktlich zum Begrüßungstreffen des Xieb sein wollen. Oh oh. Ach, aber es ist so schnell wie möglich, aber Ben muss vorhin noch was erledigen. Okay, dann halt morgen.